Ludwig macht es natürlich sehr interessant, weil er damit auch neues Terrain betritt. Das heißt, der Fokus wird sehr stark auf die Politik in Wien künftig gerichtet sein. Mittelfristig holt er sich dann mit natürlich auch neue Wähler, auch aus dem Feld des ÖVP-Wählerpotenzials. Und es wollen ja auch die Neos unbedingt mitregieren. Das hat man schon im Wahlkampf auch gesehen. Und ich gehe davon aus, dass das Transparenzthema jetzt keine große Hürde sein wird. Für die ist es natürlich auch eine große Chance, weil sie sich damit in der Bundeshauptstadt und in ihrem urbanen Umfeld sozusagen auch profilieren können. Sie brauchen damit natürlich auch weniger Rücksicht nehmen auf die Bundesregierung mit der türkis-grünen Koalition und können die natürlich auch umso heftiger attackieren, weil sie eben viel deutlicher sein können. Und ohne grüne Koalitionspartner tut sich da natürlich auch die SPÖ in Wien sehr viel leichter. Es zeigt das hohe strategische Gefühl und Talent des Bürgermeisters Ludwig. Ich glaube, er hat das auch sehr gut begründet, indem er sagt, es ist keine Absage, keine negative Entscheidung in Richtung einer anderen Partei, sondern es ist eine positive Entscheidung hin zu etwas Neuem. Welche Bedeutung sehen Sie auch für die Bundespolitik, die sich daraus ergibt? Ich sehe darin eine hohe Bedeutung, denn damit ist es klar, es gibt in Wien eine sozialliberale Koalition und im Bund eine konservativ-grüne Koalition. Das heißt, die Fronten sind klar. Die Grünen werden sicherlich in eine gewisse schwierige Lage kommen, weil sie, die Wiener Grünen meine ich jetzt, weil sie natürlich jetzt darauf aufpassen müssen, was sie von den Entscheidungen der Bundesregierung und ihrer Parteifreunde dort mittragen, beziehungsweise was sie möglicherweise kritisieren müssen, weil es gegen Wien gerichtet ist. Also das wird sicherlich eine sehr interessante Zeit und ich finde eben strategisch auch von Ludwig sehr weit gedacht. Es eröffnet auch für die Zukunft völlig neue Denkvarianten der Koalitionsbildung in Österreich insgesamt. Und welche Chancen geben Sie den Koalitionsgesprächen? Also ich war nicht involviert, aber ich gebe denen natürlich höchste Chancen. Ich denke, Bürgermeister Ludwig wird das übers Wochenende und die letzten Tage mit allen Beteiligten schon ordentlich vorgesprochen haben, damit da jetzt dann im Detail nichts mehr schief geht. Also ich nehme doch sehr stark an, und das ist ja auch klar, vom Ablauf her war auch auf Bundesebene nicht anders, dass das natürlich ein sehr, sehr starkes Signal in Richtung des Szenarios ist, dass man dann auch abschließt. Ja? Also es war schon klar, dass man jenen oder jene Partei da küren wird als vertiefte Gesprächspartner, mit denen sich auch eine Einigung abzeichnet. Insofern, so wie es der Bürgermeister gesagt hat, was ist schon fix, aber ich gehe davon aus, dass man diese Koalition jetzt auch bildet. Will heißen, das ist dann tatsächlich eine echte Neuerung für Österreich. Das ist wohl auch Teil der Strategie von Michael Ludwig, etwas Gesamtneuartiges zu machen, das es noch nie gab. Das ist dann seine eigene Handschrift. Er führt nicht einfach nur jetzt sozusagen, oder hätte, jetzt, wenn es Rot-Grün wieder gewesen wäre, wäre es halt die dritte Auflage gewesen, und es wäre ursprünglich die Idee, oder es wäre immer die Idee geblieben von Michael Häupl. Davon setzt er sich jetzt ab. Das ist definitiv eben diese eigene Handschrift, die ich angesprochen habe. Und das ist schon insofern auch interessant, weil es bundespolitisch einige Implikationen hat, die wir nicht vergessen dürfen und nicht übersehen dürfen. Denn mit diesem Schritt bringt Michael Ludwig seinen bisherigen Koalitionspartner, die Grünen, massiv in die Bredouille, nämlich nicht nur in Wien, wo jetzt ganz sicherlich auch die Diskussion losgeht, wer soll denn die Grünen jetzt führen ab sofort? Wie soll denn das weitergehen mit den Wiener Grünen? Da gibt es sicherlich intern jetzt einiges an Diskussionsbedarf bei den Grünen. Aber es ist auch, das dürfen Sie nicht vergessen, im Bund eine massive Geschichte. Denn die Bundesregierung oder der grüne Teil der Bundesregierung wird dadurch nicht gerade stabilisiert. Ja, das ist schon ein Krisenszenario für die Grünen, das man nicht unterschätzen darf. Ja, es ist
so, dass bisher schon die Wiener Grünen die kritischsten waren innerhalb dieses Konzerts der Grünen im Bund. Und das kann sich jetzt und wird sich wohl noch einmal aggravieren. Das heißt, auch für die Bundesregierung hat das Implikationen, wenn sich Ludwig so aufstellt, wie er das macht. Also insofern eine Entscheidung, die weit über die Wiener Grenzen hinaus durchaus für Folgewirkungen in der österreichischen Politik sorgen.